Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Waldläufer Pet Guides. Und diesmal suchen wir uns eine Spinne, und zwar die junge Dschungelspinne, die es unter anderem hier gibt, in den Vogelbärenwäldern, und das Ganze ist im Caledonwald, also eins der Anfangsstartgebiete mit nicht so schlimmen Gegnern. Warum ich jetzt hier so kreuz und quer gelaufen bin, wenn ihr schon unterwegs seid und die junge Dschungelspinne holt. Hier gibt es auch immer relativ viel Salat. Hier hinten seht ihr noch einen, den habe ich noch nicht abgeerntet, aber da vorne die anderen, die habe ich schon weg. Das heißt, dann kann man auch gleichzeitig für seinen Koch noch die eine oder andere Zutat besorgen. Und das ist sie, die junge Dschungelspinne, und wir holen sie uns. Und jetzt haben wir natürlich mal zur Abwechslung kein Schweinchen, da hatten wir ja schon ein paar von. Jetzt haben wir etwas, das immobilisiert und eben auch vergiften kann. Eine Spinne. Und dann nehmen wir uns die natürlich auch vor. Ja, das ist sie. Ich finde sie eigentlich, also tatsächlich vom Aussehen, also mir gefallen die Spinnen sowieso gut. Vom Aussehen her jetzt alleine. Aber ich finde Spinnen auch tatsächlich nicht schlecht. So, das war sie also, die junge Dschungelspinne. Und nochmal für euch, damit ihr seht, wo ihr, ups, nein, da will ich jetzt nicht hin, wo ihr hin müsst, Caledonwald. Und idealerweise, wenn ihr die Wegmarke Kreitbannfreistadt schon habt. Ansonsten hier unten wäre noch das Amnenweiler als eine Möglichkeit. Und im allerschlimmsten Fall müsst ihr einfach einmal durchlaufen, und zwar tatsächlich von hier unten Wegmarke, also sprich aus dem Hain raus und dann einfach einmal durch bis in den Norden, denn das ist tatsächlich hier oben. Und hier ist dann auch der Übergang in Richtung Kessex-Hügel. Das heißt, wenn ihr die Kessex-Hügel schon habt, könnt ihr hier runterlaufen. Das geht natürlich auch als Möglichkeit. Ihr seht, mein Waldläufer, ich erwähne es immer wieder, frisch gestartet, hat natürlich diesen Kessex-Hügel noch nicht und hat natürlich auch noch nicht die entsprechende Wegmarke dort. Und wie ihr seht, hier sind jede Menge junge Dschungelspinnen, 1, 2, 3, 4, 4 zähle ich noch, und die fünfte, die stand ja hier, also das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall etwas finden. Ist also tatsächlich recht einfach zu erreichen. Man muss halt einfach einmal durchlaufen, beziehungsweise wenn man ein Reittier hat wie ein Raptor oder ähnliches, dann geht das natürlich noch ein bisschen flotter. Ist also sehr schnell zu erreichen. Und nebenbei nicht den Salat vergessen, den gibt es hier in größeren Mengen. Und hier sehe ich gerade auch noch Blaubeeren, aber gut, die hole ich mir gleich noch im Anschluss an dieses Video. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Ob das jetzt der Waldläufer Pet Guide ist oder irgendeines meiner anderen Videos, würde mich freuen. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao, ciao. Abo nicht vergessen.